Hallo und herzlich willkommen zu Creativerse auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich eine kleine Ankündigung machen und ein bisschen mit euch schnacken. Ich habe ja zusammen mit dem Sponti hier angefangen, Creativerse zu spielen. Und es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig und sehr interessant, was passiert ist. Spontis Haus steht ja inzwischen noch. Mein altes, erstes Haus stand ja hier, ist ja weg. Haben sehr, sehr viel erlebt und immer neue Mitspieler gefunden. Und ob es nun der Eik ist, der Butcher und ups, der Sponti, Chris Gold, Jenny, Lapometa, Bad Boy, Ruby, Shira, Wödern oder Xin. Oder natürlich auch Symes. Ja, es war aber sehr, sehr lustig und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich möchte auf jeden Fall dieses Projekt auf meinem Kanal vorerst beenden. Und wenn ihr trotz alledem mehr von Creativerse sehen wollt, ich zeige euch nebenbei so ein bisschen die Stadt nochmal, dann schreibt es am besten in die Kommentare. Und ups. Und sagt, was ihr in den ganzen Folgen so entdeckt habt oder was euch gefallen hat vielleicht oder. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob es da Sachen gibt, die euch absolut zusagen oder zugesagt haben. Ansonsten, ja, wir haben halt sehr viel gemacht. Wir haben ein Getaggt-Video zusammen gemacht, Blake und ich, mit Chris Gold zusammen, mit Shira und oftmals auch mit Bladdick, der eigentlich Warframe nebenbei gezockt hat, aber immer wieder dabei war und auch für geistreiche Kommentare gesorgt hat. Also hier ist eine Kathedrale zum Beispiel. Ne? Ich gehe jetzt nicht jetzt die Etage hier hoch. Hier sieht man das unser Community-Logo. Das ist aber ein bisschen zu dunkel, aber naja. Aber wie gesagt, also es gab so einige Sachen, die haben mich auf jeden Fall gefreut. Wir haben ja sehr schöne Sachen erlebt. Wir haben uns gegenseitig geneckt, wir haben uns gegenseitig gern gehabt. Und ja, war auf jeden Fall sehr geil. Aber das Projekt wird, so wie ich es eben schon gesagt habe, auf jeden Fall auf meinem Kanal beendet sein. Oh, hier ist ein neues Gebäude, das kenne ich noch gar nicht. Ich habe jetzt auch ein paar Tage nicht gespielt, weil im Moment gibt es ja so viele Single-Let's Plays auf meinem Kanal, wo ich sage, XCOM 2 ist rausgekommen oder natürlich, ah, schönes blaues Dach, gefällt mir. Was ist noch rausgekommen? Rollercoaster Tycoon 3 als Challenge bei mir. Und so weiter und so weiter. Dann natürlich TTT regelmäßig. Und also ich werde das Projekt hier nicht beenden. Dass ich sage, ich spiele es nie wieder. Es wird trotz alledem noch regelmäßig immer wieder auf Twitch zu sehen sein. Aber, wie gesagt, halt nicht mehr auf meinem Kanal. Außer ihr sagt, ey, Atta, das kannst du nicht bringen. Ich bin süchtig nach dem Spiel. Ich will wissen, wie ihr hier weiterbaut oder so. Ich habe die Zeit nicht immer zu gucken, wann du bei Twitch online bist. Spiel das bitte weiter. Ja, dann, wenn da, was weiß ich, viele Daumen kommen, sagen wir mal, was weiß ich, innerhalb von kürzester Zeit viele Daumen und so weiter, dann auf jeden Fall, hier ist ein Kino, dann mache ich es weiter. Warum ist das hier weg? Eigentlich müsste ja nur Tin Wall sein als Leinwand. Da kümmere ich mich später drum. Ne, aber ansonsten, also wenn da jetzt wirklich so viele Kommentare kommen oder Daumen kommen, die sagen, mach weiter, dann würde ich es weitermachen. Aber wenn dem nicht der Fall sein sollte, dann wird das auf jeden Fall jetzt hier die letzte Folge auf meinem Kanal sein. Und ich werde mich dann anderen Projekten widmen. Welche Projekte ihr zum Beispiel, was könntet ihr in die Kommentare schreiben, welche Projekte ihr sehen wollen würdet.
zum Beispiel auf meinem Kanal als LPT mit der Game or Die Community, da könnt ihr ja auf jeden Fall in die Kommentare schreiben und sagen, was ihr gerne mal zum Beispiel im Let's Test sehen wollt oder. Ja, unser Dörfchen, da ist Chris Gold sein Baumhaus. Ja, aber auf jeden Fall wäre schon ganz cool, wenn ihr dort uns so ein bisschen Informationen gebt. Oder mir beziehungsweise, was ihr gerne sehen möchtet. Und ich möchte mich auf jeden Fall auch bei einigen bedanken, die regelmäßig immer wieder bei Twitch dabei gewesen sind. Und auch gerade dabei sind, meine Playlist zu schauen. Da weiß ich von Lotti zum Beispiel, dass sie da gerade fleißig am Schauen ist. So die Anfänge hin und her. Und da möchte ich auf einen Kommentar eingehen, den sie mir geschrieben hat. Nicht unter Video, aber so, dass ich anfangs sehr unbeholfen wirkte. Ja, das stimmt. Ist ja das erste Mal, dass ich überhaupt so ein Crafting-Game gespielt habe. War eigentlich nie so wirklich meins. Also so in dem Sinne. Klar, ich spiele Wirtschafts- oder allgemeine Simulatoren ganz gerne. Aber der hat mich halt irgendwie, ja, ach ja, hier durch. Der hat mich aber irgendwie schon sehr geflasht, also dieser Creativeverse-Modus, den man uns gibt, weil ich die Grafik an sich auch sehr gut finde. Es gibt auch viele Sachen, die verbessert werden müssen. Einrichtungen für Wohnungen zum Beispiel oder jegliche Art von Steinen. Zum Beispiel gerade bei diesen Steinen, die so, das ist jetzt ein Dachteil. Aber, gerade auch, weil, da ist ein Fehler drin. Da hat er einen Fehler gebaut. Hat er wohl vergessen. Aber, was das so betrifft, dass man bei den Dächern, das möchte ich euch mal zeigen. Da werden wir hier nochmal, nochmal 96, yeah. Oder hier Lebkuchenhaus, yeah. Was ich da jetzt genau meine, zeigen wir mal. Ah, ich brauche ein bisschen mehr Tempo, lalalala. Und jetzt geht's weiter, jetzt kann ich da sprinten. Gucken wir mal zum Beispiel dieses Haus hier an. Da oben hätte man es noch machen können. Aber es würde dann. Da brauche ich mal kurz hoch. Ups. Na, ein paar Tage nicht gespielt, schon kann ich nicht mehr hochbauen. Also, es ist natürlich so, dass es hier kein Spitzdach gibt, sondern dass das halt so gehalten wurde, dass dann einfach in einen Strohblock gesetzt wurde. Also, was ich aber wirklich meine, das habe ich auch Mist aufgenommen, egal, sind bei den Dächern, das sieht man bei dem roten Dach hier, diese Kanten. Dass es da keine Stücke gibt, die das so, die man reinsetzen kann. Dass es dann wirklich abgeschlossen ist. Dasselbe natürlich auch bei Gläsern, ne, bei Fensterscheiben hier, dass man, wenn man die baut, dass dann die nicht zusammengefügt werden. Minecraft zum Beispiel kann das, dass Fenster sich dann über Eck, als Beispiel, ich baue jetzt hier, sagen wir es einfach mal, ein Fenster, möchte aber auch hier ein Fenster hinbauen und diese Ecke wäre dann nicht so abgeschlossen, sondern halt machen wir mal anders, ich zeige euch das einfach, wie ich das meine. Ist auch, glaube ich, ein bisschen leichter. Glas haben wir ja genug. Jetzt habe ich mich gerade da. Ich hätte mich auch nur dazu hin teleportieren können, aber so seht ihr noch ein bisschen mehr was von der Stadt. Also. Hey, oh. So. Ich wollte kein Glas, ich wollte Windows haben. Mein Fehler. Sagen wir mal, wir nehmen jetzt diese Fenster. Als Beispiel. Ich baue hier, hier und hier. Das verbindet sich ja. Aber wenn ich das hier hinbaue, falsche Blickrichtung, ja, dann bleibt eine Kante.
dass das sich dann nicht zusammenfügt. Oder halt, dass ich sage, ich baue es dahin und ich baue hier eins hin. Das geht dann einfach nicht. Fand ich eigentlich schade. Ich hoffe, das wird sich mal passieren. Also das wird auch nochmal geändert, so heißt es. Ja, aber ansonsten, ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Spiel, aber ich werde es wie gesagt beenden. Und ihr habt die Möglichkeit, das zu verhindern, indem ihr ganz viele Kommentare schreibt und Daumen zeigt. Und hier und da. Ah, unser Stargate. Yeah. Hui. Gut, das soll es auch schon gewesen sein. Ihr seid jetzt in der Pflicht, euch mitzuteilen. Ansonsten wird es vorerst diese Woche dann kein Creativeverse geben, außer diese Folge, die ihr jetzt hier gerade zu sehen habt. Oder die ich hier gerade zeige. Ich gehe dann in mein Häuschen. Dip, 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 dip. Na. Und ja, mache Feierabend, indem ich mich einfach in mein Bettchen lege. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und danke für die vielen, vielen Klicks und so weiter. Und du sollst ja schlafen. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns in den nächsten Projekten sehen werden. Ich bedanke mich, mein Name ist Atterboom. Haut. Moment. Haut rein, Leute.